Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Heute vielleicht mal zu einer etwas ungewohnten Zeit. Gestern kamen ja, ich glaube um 15 Uhr war es, kamen die Balance-Änderungen. Und ich hatte da zwar die Informationen, dass die Balance, also ich wusste, wie die Balance-Änderungen aussehen, nur leider habe ich absolut keine Informationen gekriegt, wann Supercell denn das veröffentlichen wollte. Von daher konnte ich dann leider kein Video dazu machen. Das war ein bisschen schade, ich war dann auch gestern unterwegs. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute mal eben. Und das Wichtige ist ja nicht nur, die Balance-Änderungen durchlesen kann sich ja jeder. Die Sache ist ja eher, was bedeutet das denn für uns? Also wir gehen die mal durch und werden dann auch mal überlegen, diese Balance-Änderungen, es gibt ja wirklich einige. Das sind nicht nur normale Balance-Änderungen diesmal, das sind wirklich einige Sachen, die es wirklich in sich haben. Und das wollen wir uns mal angucken und wollen dann einfach mal gucken, warum haben sie das gemacht? Was ergibt sich da für uns? Also sie sagen, hauptsächlich Rathaus 10 und 11 beeinflussen werden. Wir verstehen, dass der Sprung von Rathaus 9 auf Rathaus 10 mitunter große Schwierigkeiten bergen kann und noch mehr von Rathaus 10 auf 11. Das stellt sich nicht nur dadurch die Anzahl der Spieler, die lieber auf Rathaus 9 bleiben, anstatt auf das nächste Level zu gehen, sondern auch durch den großen Abfall der Rate erfolgreicher 3-Sterne-Eingriffe. Ja, das kann so sein. Die steile Lernkurve, die auf den letzten Rathausstufen zu finden ist, kann durch ihre Schwierigkeit demotivierend sein. Das ist so ihr Grund, den sie da angeben, warum sie sagen jetzt, warum wir das jetzt so machen. Und die ersten Änderungen, die sich ergeben, sind bei den Tanks. Bei drei Tanks, genauer gesagt. Bei Golem, Lavahund und Riese. Und Golem eigentlich nur die ersten drei Level, also die Trefferpunkte werden angepasst. Das gleiche beim Lavahund, auch auf Level 1 bis 3. Beim Riesen auf Level 5, 7 und 8. Wir wollen jetzt mal eben ganz kurz noch einen Angriff. Ich suche jetzt mal eben ganz schnell noch einen Gegner raus. Und dann reden wir auf jeden Fall noch weiter über die ganzen Änderungen, die sich ergeben. Nämlich auch über den Tunnelgräber. Der Tunnelgräber hat nach dem Update 6 Wohnraum statt bisher 5. Und warum haben sie das wohl gemacht? Nehmen wir ihn hier mit direkt? Nee, das ist zu schwierig. Ich will das Ereignis noch fertigstellen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir ihn mit. Komm, wir nehmen ihn ruhig mit. Wollte denn die Feger? Die Fegerlein? Nee, das ist schlecht. Oder? Weil der ist so einfach. Wobei, der hat einen Inferno-Turm im Ausbau. Also, das müsste ich eigentlich schon schaffen. Der hat einen Inferno-Turm im Ausbau. Okay, was haben wir denn? Wir haben noch 7 Lunsens in der Clanburg. Wir setzen die mal ein bisschen über Eck. Und dann, ja, kann ich ja schon mal sagen, während ich das... Wir müssen aber multitasking-fähig sein jetzt hier heute, Leute. Also, warum haben sie das wohl gemacht? Sie haben jetzt wahrscheinlich den Wohnraum vergrößert von dem Tunnelgräber. Ja, wobei, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Dazu müssen wir eigentlich noch weiter gleich gucken. Weiter in die Zukunft gucken bei den Balance-Änderungen. Denn wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter runter noch. Was denn da sonst noch Neues war? Was war da sonst noch Neues? Barbarenkönig! Barbarenkönig und auch die Bogenschützenkönigin bekommen 5 weitere Level spendiert. Also Level 50. Oh, die zu einem Höchstlevel von 50 dieser beiden Helden führen. Außerdem Anpassung der Verbesserungskosten der vorherigen Level. Also ab Level 8 werden die Kosten ein wenig reduziert. Ja. Und dann, ich verlinke sowieso den Post hier drunter, damit ihr das alles nochmal nachlesen könnt. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt dieses Updates, oder beziehungsweise ein ganz großer Punkt. Inferno-Turm. Der Heilung blockierende Effekt. Heilzauber und Heilerin. Das betrifft Heilzauber und Heilerin. Während eine Einheit vom Inferno-Turm erfasst wird, wird entfernt. Ich habe das sogar mal getestet im Developer-Account. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Du kannst die Königin beim Queen War, kannst du die echt richtig gut durchschicken. Da war ja sonst immer der Knackpunkt, wenn der Inferno-Turm dann die Queen einmal im Visier hatte, dann hat der Heilungseffekt nicht mehr eingesetzt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dieser Punkt ist genau der Grund wahrscheinlich, warum sie die Tunnelgräber auf 6 Wohnraum hochpushen. Leute, das wird der Grund sein. Das ist der Grund, weil nämlich dieser Heilungseffekt jetzt nicht mehr, also der Heilungseffekt wird nicht mehr blockiert beim Inferno. Krass. Da gab es auch schon, ich habe mir wirklich mal einige Kommentare auch schon bei Facebook durchgelesen. Ja, also gemischt. Einige Leute finden es ziemlich cool, einige Leute sagen, das ist der größte Mist, den ich ja je gesehen habe in meinem Leben. Ja, das ist, ich persönlich würde einfach mal sagen, wartet es ab. Das ist wirklich jetzt so meine Meinung dazu, oder beziehungsweise mein Rat, wartet es ab. Wartet es ab, was da auf uns zukommt, und ich habe viel zu wenig Loons. Was ist denn hier? Ja, wobei, wenn ich noch ein paar mitnehme in der Clanburg, dann könnte das funktionieren. Also ich würde wirklich sagen, wartet es ab, Leute. Wartet mal ab, was da auf uns zukommt. Und ich will jetzt auch wirklich eigentlich nicht zu sehr vorweggreifen und dann sagen, es ist super oder es ist schlecht. Na, das muss einfach mal...
Das muss einfach mal jeder für sich selber wissen. Ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall noch einen Angriff an. Ich booste aber mal eben noch schnell. Ich möchte noch einen normalen Angriff eigentlich auch noch ganz gerne fertig kriegen. Schub. Wisst ihr übrigens auch, warum ich die ganze Zeit in der anderen Base das Dunkel-Elixier-Lager komplett in der Mitte stehen hatte? Ich wollte nämlich kein bisschen verlieren von meinem Dunklen, weil ich ja wusste, dass die 5 Level kommen von dem König und der König. Ich wusste ja, dass die kommen. Ich konnte es ja nicht sagen, aber ich wusste es und deswegen habe ich mir gedacht, na, stellt es mal lieber in die Mitte. Okay, wir gucken uns noch einen Angriff an. Kurzer Cut, bis gleich. So, wir gucken uns nämlich noch einen Angriff an und in der Zeit gehen wir noch ein bisschen weiter. Es gibt nämlich noch weitere Sachen, auf die wir auf jeden Fall mal eingehen müssen. Also Infernoturm ist wirklich ein riesiger Punkt. Das verändert wirklich vieles, vieles, vieles im Spiel. Und Mauern, 12 weitere Mauerstücke können auf Level 12 verbessert werden. Das ist, ja, das ist einfach so noch sowas, was mich auch eigentlich freut, denn dann habe ich noch ein bisschen was zum Farmen. Das ist eigentlich ganz cool, bis ich da 25 weitere Mauerstücke, 25 Mauerstücke mal 4 Millionen, das ist ein ganz schöner Batzen. Also da habe ich auch noch was zu tun. Jetzt kommt aber noch ein ganz, ganz großer Punkt. Armeelager. Und das ist auch bei vielen eigentlich, finde ich, untergegangen, was aber sehr wichtig ist. Armeelager auf Rathaus 11 werden ein weiteres Level bekommen. Momentan haben sie Level 8. Nach dem Update haben sie Level 9. Und ich will es nicht aussprechen, aber ihr könnt euch doch ganz genau denken, was ein weiteres Armee-Level-Lager bedeutet. Was könnte denn das wohl bedeuten, wenn ein Armeelager ein weiteres Level bekommt? Was könnte das wohl bedeuten? Sie schreiben es ja nicht mal dabei. Sie schreiben nur, das Armeelager bekommt ein weiteres Level. Aber was bedeutet das denn wohl? Denn das verändert auch sehr, sehr viel. Das verändert auch sehr, sehr viel. Aber ich bin echt mal gespannt. Normalerweise müssten wir bei Rathaus 11 auf Rathaus 10 werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele 3-Sterne-Angriffe sehen. Das wird richtig vereinfacht werden. Aber dann auch nochmal Rathaus 11 auf Rathaus 11 wird auch im Grunde nochmal einfacher werden. Da müssten wir auch ziemlich viele 3-Sterne sehen. Also da bin ich mal richtig gespannt. Das verändert vieles. Dieses Update nimmt nochmal richtig Fahrt auf dadurch, durch diese Balance-Änderung, muss ich wirklich sagen. Hätten wir jetzt nur die Clan-Games gehabt, dann hätte ich gesagt, okay, ist schon ein etwas größeres Update, aber hierdurch, dass wirklich so viel an der Balance rumgeschraubt wird, oh, mein lieber Mann, da bin ich mal gespannt. Das müssen wir, aber wie gesagt, das müssen wir alles erstmal im richtigen Spiel mal testen, um dann mal zu gucken. Oder ihr, wenn ihr Rathaus 11 seid, dann testet es mal selber, beziehungsweise ja auch bei den unteren Rathäusern. Wir haben ja auch beim Golem Level 1 bis 3, also beim Lava-Hund Level 1 bis 3, Riese schon Level 5, gibt es ja auch schon eine Änderung. Also, da müssen wir auf jeden Fall gucken. X-Bogen, Schaden reduziert. Level 2, 3 und 4. Das ist auch nochmal krass, ey. Das ist auch nochmal krass. Ey, was wir hier alles für Änderungen haben. Wir haben den Infernoturm, der die Heilung nicht mehr hat. Wir haben die Helden, die hoch sind. Ey, also irgendwie wirkt das auch so ein bisschen so. Das hier, guckt euch das mal an. Das könnte die Zukunft sein. Eine Queen, die einfach Last Queen Standing einfach noch überlebt bis hinten gegen. Hier war es, glaube ich, ja, eine Frage der Zeit war es nicht. Sie war irgendwann tot. Aber das könnte so ein Szenario sein, was wir dann vielleicht noch öfters sehen. Dass wir dann vielleicht wirklich mal noch sehr, sehr mächtige Helden haben. Ja, so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Sie haben es jetzt auch, glaube ich, wirklich erzwungen, dass es wirklich mal, ja, dass die Angriffe dann leichter werden für Rathaus 11. War, glaube ich, so zumindest. Das ist so meine Meinung. Ich habe jetzt übrigens schon mal meine Weihnachtsbase aktiviert. Aus dem Grund, weil ja das Weihnachtsupdate, also es wird ja wahrscheinlich wieder eins kommen, ich weiß es nicht, aber es könnte ja gut sein. Deswegen habe ich mir gedacht, aktiviere ich die schon mal, damit die Weihnachtsbäume natürlich, wenn sie dann mal irgendwann kommen sollten, oder irgendwelche anderen Sachen vielleicht noch, dann damit die auch alle hier draußen spawnen. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch einen Angriff. Ich möchte ja meine Quest noch weiter voll machen. 5 von 10 haben wir schon. Ein Tag, 22 Stunden, das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, Leute, kurzer Cut und bis gleich. So, ja, der erste Klick, den ich hatte, den nehme ich natürlich mal direkt mit. Wobei, wenn das Armeelager ein neues Level kriegt, dann wäre es ja eigentlich auch sinnvoll. Ich würde ein bisschen, weil Armeelager werden immer mit Elixier hochgezogen, dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn ich hier ein bisschen noch Elixier farme. Ich habe mich aber umentschieden. Wir nehmen eine andere Taktik. Also, nehmen wir Lavalunion, aber wir nehmen, oh, er hat so viel Außen, verdammt, ich habe das nicht bedacht, das war, glaube ich, ein leichter Fehler von mir, dass er so wirklich so viel Außen hat an Gebäuden, hätte ich mir den Sprungzauber eigentlich sparen können. Ich wollte nämlich so ein kleines Kill-Squad losschicken, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil der Golem doch jetzt eigentlich sehr, sehr weit nach außen läuft. Mit etwas Glück laufen die Helden noch in die Mitte, das wäre gut.
Wenn die Helden in die Mitte laufen, müssen wir mit der Zeit aufpassen. Ah, okay, die Helden laufen trotzdem noch zur Luftabwehr, das ist okay. Das ist dann noch okay. Kümmer dich bitte um den Gegnerkönig. Ah, der Golem ist da oben noch zugange. Boah, der hat aber echt viel außen stehen. Komm, mach den Warden doch noch eben. Mach den Warden noch. Komm, mach den Warden. Naja, der Warden ist down. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, was wir eigentlich machen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen da ein bisschen taktisch vor. Zum Beispiel so, wenn ich da einen drauf schicke, wenn ich da einen drauf schicke, wenn ich da einen drauf schicke. Allerdings, das reicht nicht mal. Das reicht ja nicht mal aus. Das reicht ja nicht mal aus. Aber die Königin lebt ja immer noch. Alter Schwede, wir müssen echt aufpassen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit. Ich brauche ja nur einen Stern. Aber ich möchte natürlich eigentlich 3 Sterne mitnehmen. Ich möchte natürlich auch den Loot mitnehmen. Wo hat er denn die Feger? Okay, Feger hat er da und da. Ja, okay, wir gehen mal von da oben vor. Wir gehen mal von oben rein. So, ihr hinterher. Jetzt nehme ich natürlich noch die mit. Jetzt warten wir. Na, wir warten mit dem Warden aber nicht. Warten vor allem jetzt aber mit den Lakis müssen wir jetzt ein bisschen warten. Übrigens, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es soll auch Sonntag. Soll, quasi, ja, wie soll ich das sagen? Soll verraten werden, was denn das Q ist. Sie haben ja gesagt, es ist ein Q in diesem Update. Und dann haben sie jetzt gesagt, Sonntag wird das enthüllt, was das für ein Q ist. Also bin ich mal gespannt, was euch... Also ich weiß es ja, aber ich bin dann mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, ich bin dann mal sowieso generell gespannt, was ihr von dem Update haltet. Da bin ich ja mal wirklich sehr gespannt, was ihr, meine Freunde, von dem Update haltet. Da bin ich wirklich gespannt. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt. Ich finde es gut und wenn heute noch was kommt, aktuell habe ich keine Informationen, da müssen wir auf jeden Fall dann spontan mal gucken. Ich werde dann, denke ich mal, spontan noch was aufnehmen. Ich bin erstmal nachmittags noch zu Hause, dann eher gegen Abend halt weg. Also abends werde ich nichts mehr aufnehmen, aber dann halt, wie gesagt, nachmittags. Wenn da noch Infos reinkommen sollten, ich weiß auch noch gar nicht zum Release-Date. Also ich weiß noch nicht, wann denn genau das Update kommen soll. Jetzt müssen wir echt mal einen... Oh, den habe ich, glaube ich, ein bisschen optimistisch gesetzt, glaube ich. Den Zauber, ja, den habe ich optimistisch gesetzt. Kommt! Boah, jetzt sind sie endlich mal in dem Radius von diesem Zauber drin. Wird es reichen oder wird es nicht reichen? Okay, es reicht. Es reicht so gerade eben noch für die 3 Sterne. Eieiei, okay, knapp. Knappes Ding, aber im Endeffekt haben wir es dann doch nochmal gerissen. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall den Blogpost hier drunter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Es war bisher sehr zwiegespalten. Also, die Leute waren sich nicht so ganz einig, was sollen sie jetzt davon halten? Und es ist voll. Die Schatzkammer ist voll. Sauber. Ja, haben wir das auch geschafft. Ja, Update kann auf jeden Fall kommen, denn ich habe ja alles fertig. Also, ich glaube, jetzt werde ich echt mal ein bisschen auf dunkle Truppen nehmen, damit ich dann mir ein bisschen davon spare. Allerdings müssen wir erstmal noch gucken, dass wir noch weitere Truppen ausbilden. Ich gehe mal ein bisschen anders jetzt an die Sache ran. Wir nehmen das Minimum mit, was wir mitnehmen müssen. 2 Stück davon und nehmen auf jeden Fall noch einen zack davon mit. Und dann sind wir am Ende dieser Episode. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da und dann bis später. Tschüss.